So, da habe ich das Mikrofon auch von Bernd schon eingeschaltet und jetzt wollen wir dann auch gleich mal heute hier mit der Nachmittagssession vom heutigen Live-Event beginnen. Heute 26.04. Teil 2 hier am Nachmittag. Gut, jetzt 14 Minuten vor dem EZB-Termin in Sachen Pressekonferenz. Heute ja der Tag, an dem die EZB sozusagen über den Leitzins entscheidet. Und ja, jetzt können wir es mal ganz kurz vorwegnehmen. Veränderungen sind hier nicht bekannt geworden. Sie hält an ihrer Politik fest. Insofern auch hier natürlich der Punkt, dass der Zinssatz selbst vom Rekordtief bei 0% nicht verändert wurde. Und um es abzurunden, die Geschäftsbanken müssen bei der EZB weiter Strafzinsen zahlen im Bereich 0,4%. Im Moment, das haben wir hier bei den Guidance News auch zu stehen. Da haben wir es nämlich hier, der Einlagesatz, der ist eben hier bei minus 0,4%. In der Schweiz gibt es ja auch schon viel negativere Zinsen, das mal nur so am Rande. Dein Mic ist an, ich werde dann auch gleich mal den Bildschirm rüberwerfen. Bernd, bist du da? Bist du Ich bin vollends? da. Da ist er. Sehr gut. Gut, Mittagspause gemacht, sozusagen, dass du jetzt frisch bist für die Session, die im Übrigen ja jetzt dann auch bis 21:30 Uhr geht, das weißt du schon, ne? Auf jeden Fall. Da schmunzelt er. Sehr gut. Na, ist ja Ja, alles wunderbar. Insofern gucken wir mal, dass der Raum sich weiter füllt. Das tut er auch. Also, ich denke mal, gehen wir noch mal kurz hier auf den MetaTrader, Euro-US-Dollar. Das war im Prinzip auch die Annahme des Morgens. Wir werden uns wohl ein Stück weit in Range bewegen, hier ein Stück weit hin und her pendeln. Bernd hatte ja heute Morgen auch schon hier einen Trade gecovert beim DAX. Euro-US-Dollar, es war fast, wie gesagt, schon hier die Annahme und das mal beim Euro-Dollar ein bisschen zu visualisieren. Hier dieses kleine Rechteck ist die Asia-Session, die nur 22 Pips groß war. Heute hier, gut, vielleicht jetzt ein bisschen schlechter zu sehen, 36 Pips an überhaupt stattgefundener Bewegung, ja, auch sehr, sehr übersichtlich. Obgleich der Euro-US-Dollar mit hier im Durchschnitt auf Sicht der letzten 10 Tage mit 64 Pips jetzt auch nicht das Megabrett an Sachen Volatilität ist. Hier haben wir wieder ein Stück weit rückläufige Tendenzen, liegt aber auch damit zusammen oder hängt damit zusammen vielmehr, wenn wir uns mal hier den Euro gerade anschauen. Das ist der Euro-Astral-Dollar, den wir vorhin gecovert haben. Gehen wir hier auf unseren Euro, der sich, wie gesagt, jetzt hier plus minus null bewegt. Hängt auch mit dieser Seitwärtsrange zusammen, die wir hier letzten Endes seit Januar sehen. Ja, Unterseite, das haben wir heute Morgen besprochen, ist aufgelöst worden. Ja, hier 22,30, 22,20. Dieses Level ist eine Supportzone, ganz klar gewesen. Gestern starker Durchbruch. Bernd hat es ja auch geschrieben. Ich gehe gleich nochmal hier rein. Euro-US-Dollar, Verkaufssignal aktiv. Also Bernd hier heute ja unser Gast beim Live-Trading, immer nah am Markt, auch hier beim Coverage auf verschiedenen Währungspaaren aktiv und natürlich hier jetzt auch dann immer mit uns vertreten und freue mich auf jeden Fall, dass er uns hier schon mal gebrandet hat im Post selber, Schrägstrich natürlich auch selber sein Konto bei JFD handelt. Und da, liebe Leute, hatte ich vorhin auch im Nachgang unseres ersten Teils auch schon wieder einen schönen Call an dieser Stelle, wo es eben um Ausführung, also Execution ging, ja, Slippage, die ganzen Geschichten. Da hat tatsächlich ein Test stattgefunden mit über 15.000 Trades, wo JFD mal hier ganz vorne mit notiert und das auch zu teilen mit ganz schönen Abständen. Also da kommt es am Ende des Tages tatsächlich darauf an, mit wem ihr handelt. Da kann ich nochmal wieder die Lanze brechen. Wir sind 100% transparent und insofern freuen wir uns, dass der Bernd dabei ist. Bernd, wie hast du die Mittagspause überstanden? Hast du irgendwelche neuen Settings finden können oder wie es dem so ginge? Ja, sag mal an. Also beim Euro-US-Dollar ging ja nicht viel, hast du ja schon erwähnt. Was war die Range? 37 Pips insgesamt. 36 ist Oder dünn, 36 sehr Pips. dünn, ja. Ja, sehr dünn. Ich habe noch US-Dollar japanischen Yen analysiert und dann natürlich noch den Dow Jones. Sehr gut. US-Dollar Yen kann man hören. John, Bernd kann man kaum hören. Also ich höre dich eigentlich ganz gut, Bernd. Du hast ja vorhin schon Ja, das justiert war an schon. deinen. Ja, das ist immer komisch. Der Moderator hört mich gut und in der Aufzeichnung, ich weiß es vom letzten Mal, hört man mich kaum. Also ich versuche sehr laut und deutlich zu reden, Das tust aber du. das Mic geht nicht lauter. Ja. Ich habe ja Ansonsten. schon versucht, ein anderes zu kaufen, beziehungsweise ich hatte ein anderes da, aber das ging dann gar nicht. Ja, also nochmal bitte von den anderen Feedback. John schreibt, wie gesagt, kaum hören. Also ich höre Bernd gut. Da nochmal kurz das Feedback, ob es eben geht. Ein bisschen leise mag er ja sein, aber eigentlich müsste er zu hören sein. Das nochmal kurz Feedback, dass wir das mal kurz Also hier immer haben. mal wieder, Chris, erinnere mich, dass ich laut und deutlich rede, dann sollte es auch klappen.
Klar. Sonst muss ich nächstes Mal nochmal einen anderen Testlauf machen. Also, Okay, oder dann ich hole machen mir dann nochmal ein drittes Mikrofon, wir. dass es jetzt hier funktioniert. Am besten so ein Standmikrofon Ja, wie genau, die so. YouTube-Stars. Ja, richtig, Bernd. Und das nächste Mal dann auch mit Kamera. Das haben wir eh überlegt, dass wir hier noch ein bisschen, sag ich mal, die Transparenz der Trader auch ein Stück weit eben nach vorne bringen. Ja, also insofern auf jeden Fall eine interessante Wahl an der Stelle. Ja, mit so einem Standphone, das könnte klappen. Ist auf jeden Fall lohnenswert, gerade wenn man es regelmäßig macht. Aber schauen wir mal hin, Bernd, kaum hören. Also wie gesagt, ich kann dich jetzt wirklich gut hören, aber wir werden mal sehen. Ich habe ja das Video von vorhin auch schon hochgeladen auf unserem YouTube-Channel. Hier ganz kurz nochmal der View. Haben wir ja ein ganzes Sammelsorium an Events. Hier ist übrigens auch Markus Kleber, ja, der auch mehr und mehr auch hier covern wird, hier auch international. Unsere ganzen Events, Morning Meeting, hier Italien am Start. Also das heißt, hier haben wir natürlich immer schöne Aktivitäten. Okay, Christian gibt mal hier eine genaue prozentuale Verhältnismäßigkeit. Aufgepasst, Bernd, 100% Lautstärke bei mir entspricht 60 ungefähr bei dir. Im Audiopegel, aber eigentlich passend. Also wie gesagt, da arbeiten wir das nächste Mal nochmal dran, aber jetzt sollen wir uns daran nicht aufhalten. Wir lassen vielmehr die Bilder sprechen. Oder was sagst du dazu, Bernd? Ha? Oder mal Ja, über den, natürlich. lassen wir den Markt Definitiv. sprechen als solches, ja. Und am Ende des Tages, wie gesagt, ihr seid jetzt aufgerufen, hier durchaus auch Input zu geben nach Wunsch Underlyings. Wir werden, wie gesagt, hier mit Bernd nochmal ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen, was er denn so gern macht. Er hätte gesagt, US-Dollar, Yen und Dow Jones schon gecovert für uns. Das wird spannend. Ich verweise nochmal hier auf das Pound, oder Pound, was sage ich hier, das britische Pfund. Also Pound-Austral-Dollar-Währungspaar. Hier deutet sich gerade tatsächlich der Ausbruch an. Sehr, sehr schönes Setup, schöne Seitwärtsrange, die hier offenbar nach oben aufgelöst werden könnte. Trade-Ansage war hier unten im Bereich 1,8250. Wirklich formidabler. Hing auch mit einem Seasonal Pattern zusammen, was ich euch jetzt nochmal zeige, beziehungsweise hier vielmehr an dem anderen Seasonal Tool mal hier darstelle. Also wirklich traumhaft, wenn sich sowas ergibt. Ja, es ist immer wieder dennoch eine gewisse Unabhängigkeit. Also hier kein Abziehbild, ja, dass es jetzt genauso kommt, ja, dass der Markt jetzt hier nach oben ausbricht und holla die Waldfee, wir können ja im Schlaf Geld verdienen. So ist es nicht. Aber wir haben hier im Prinzip eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis, sodass hier nach diesem Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange diese Aufwärtsbewegung tatsächlich fortgesetzt werden könnte. Dennoch, es kann am Ende eben hier wirklich immer wieder auch andere Querschläge geben. Insofern auch wichtig, sich mit Stops abzusichern. Entweder wie Bernd, wenn man nah dran ist, dann auch intuitiv. Und das war auch vorhin sehr, sehr spannend. Bernd hier tatsächlich mehr so kann man vielleicht gar nicht richtig sagen, aber durchaus ein Stück weit impulsiver Trader, der hier sozusagen nach eigenen Couleur sozusagen da keinen Fixstop hat, zwar im Kopf, aber ihn dann doch nicht so direkt platziert. Das ist eher selten. Ja, die meisten gehen dann nach klaren Regeln vor, genauso wie Bernd eben auch die Positionsgröße hier weit ein Stück intuitiv, das ist genau das richtige Wort, hier sozusagen managed, je nach Setup, je nach Chance-Risiken, die er selbst so sieht, wird hier die Position eben dann auch gehebelt, entsprechend auch mal mehr Risiko, mal weniger Risiko gefahren und nicht so stringent, wie ich es beispielsweise fahre, 0,5 oder 1% vom Account und da drüber oder darunter geht nichts, es sei denn, man fängt tatsächlich an, auch mal eine positive Pyramide zu bauen. Aber da sieht man auch, wie unterschiedlich die Ansätze sein können. Nun denn, Bernd hat ja schon drauf spekuliert, hier haben wir nochmal den Euro-US-Dollar im 30-Minuten-Chart, gehen wir mal hier in den 5er rein. Wir sehen, dass das hier wildes Tobabo ist, also richtig Geld zu verdienen gab es nicht. Interessant, dass wir hier das Vortagestief als Unterstützung haben, hier auch das Vormonatstief, so ein Stück weit eben als Prellbock, das haben wir ja in der Seitwärtsrange gesehen und jetzt wird mal spannend zu beobachten sein, was geht. Bernd hatte ja hier, und da gebe ich dir auch gleich den Bildschirm rüber, Bernd, hier den Euro-US-Dollar ja gestern gecovert. Auch hier, wie gesagt, könnt ihr mit Chart bearbeiten, auf das Chartfenster klicken, hier in Guidance. Und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, hier sehr, sehr formidable dann praktisch zu agieren und auch aus dem Chart heraus zu handeln. Hier sieht man auch Bernds Analyse. Und das ist ja gerade so ein Tool oder ein Gimmick bei Guidance, dass man hier sozusagen eine Art Social Media hat. Ja, man kann Charts sharen, wie in meinem Channel oder in Bernd seinen Channel. Ja, man nimmt hier per Drag and Drop den Chart und zieht ihn eben dahin, wo man will. Also wenn man hier ein Gespräch ziehen will, kann man das ja tun. Man kann hier interaktiv sich austauschen. Bei Bernd eben auch hier Kommentarfunktion.
Hier werden auch Charts geschert. Ich weiß es gar nicht gerade, aber auf jeden Fall könnte ich hier einfach einen Chart reinziehen. Dann können den alle bearbeiten. Also wirklich ein Tool, was hier die Leute vom einsamen Trading so ein Stück weit wegzieht, eben im Sinne der Gemeinschaft. Danke, Bernd. War ein sehr schönes Webinar. Ach, guck mal, hier sind direkt auch schon Grüße zu finden, zu sehen. Insofern, Bernd, schiebe ich dir den Bildschirm jetzt mal rüber und dann kannst du uns deine Setups um die Ohren hauen. Dann werden wir mal sehen, was da noch so Schönes zustande kommt, wa? So, jetzt wirst du erstmal ins Moderator-Team gezogen und jetzt kannst du den Bildschirm dann auch auswählen, Bernd. Sieht man meinen Bildschirm? Jetzt, exactly, da ist er. Okay. Ja, Hast schon das ist einige, natürlich was auch sehe ich da? Du hast einige Pending Orders in dem Markt, also offene Orders, schon mal platziert, sehe ich gerade. In dem Account, in der ja. Account History, sehr stark, sehr stark. Sehe ich, da bist du schon hier schön zugange. Bevor ich dir jetzt das Wort komplett gebe, da ist es auch sehr, sehr spannend, dass du natürlich hier im Vorfeld sozusagen eine Trade-Idee hast, die du gern spielen willst. Und wir haben ja davor gesprochen, dass wenn der Euro hochgeht, heute Morgen gesprochen, dass du dann versuchst, hier eine Short-Position reinzukommen. Und da hast du hier deine Limits sozusagen schon jetzt gerade mal aufgebaut. Und dann bin ich mal gespannt, ob die abgeholt werden. Im Übrigen, das ist auch ein kleiner, aber feiner Unterschied zu vielen anderen Brokern. Das heißt, der Liquiditätspool, der bei uns hier angeschlossen ist, der sieht nicht eure Limits, auch nicht, wenn ihr scharfe Trades habt, eure Stop-Loss-Level oder dergleichen. Das ist völlig anonym und das meinen wir eben, wenn wir schreiben, JFD ist 100% anonym. Das heißt, ihr seid 100% anonym gegen den Liquiditätspool, gegen den Pool oder vielmehr der Pool, der eure Orders ja entgegennimmt. Ja, das ist bei einem Market Maker dann durchaus anders. Der sieht natürlich hier in einem offenen Buch, wo alles liegt und wenn er mag, filtert eben das auch intern. Aber Bernd, jetzt mal die Idee zum Euro-Dollar. Wir haben jetzt noch 3 Minuten. Dann geht Raghi ans Sprachrohr. Und wenn er uns jetzt hier in irgendeiner Art und Weise überrascht, dann kann es hier natürlich Eruptionen geben. Da bist du vorbereitet, sagst du. Ja, Moment. Ja, Moment ist immer gut. Nach dem Motto, jetzt lassen wir erstmal die Kugel rollen, ne? Und schauen wir mal, wo es hingeht. Nein, ich habe ja nur den Chart gesucht, den aktualisierten Chart. Alles gut, mein Guter, alles läuft. Schauen wir hier. Da ist er bei den vielen Charts, muss man ja erstmal durchblicken, ne? Ist klar. Weil ich zuerst jetzt was anderes erzählen wollte, eben Dow Jones. Aber wir können natürlich den Euro-US-Dollar als erstes natürlich machen. Da dürfte jetzt hoffentlich was passieren. Dieses, was jetzt doch noch mal unterschritten worden ist, was ich heute Vormittag ja erwähnt habe, dass wenn hier von den Mustern her noch ein Tief möglich ist, das kam, dann hätte oder könnte immer noch eine größere Gegenbewegung kommen, auch einfach von den Mustern her und würde überhaupt nicht charttechnisch auch überhaupt nicht überraschen, weil hier was komplett zu Ende gehen könnte. Und die Limits, die gestern drin waren, waren ein Stück höher. Ich habe es jetzt ein bisschen gesenkt, einfach ein bisschen angepasst. Das ist hier zum Pullback nochmal dieser ehemaligen Unterstützungslinie kommen kann, sehe ich eigentlich relativ sehr hoch an, falls es eben eine Gegenbewegung kommen kann. Also die Shorties, die jetzt noch auf eine Abwärtsbewegung setzen, müssen sich eben eindecken und dann kann es eine relativ schnelle Gegenbewegung folgen. Und deshalb sind hier die Limits jetzt auch erstmal direkt drin, kleinere Positionsgröße. Trotzdem sollte es natürlich nicht 100 Punkte gegen mich laufen. Also da werde ich dann schon einschreiten, falls es hier wirklich komplett durchgehen sollte. Aber wir sind ja jetzt live dabei und dann werden wir mal noch beobachten, wie der Markt natürlich dann oder das Paar reagieren sollte. Hier eben definitiv sollte es eben auf Stundenbasis oder 4-Stunden-Basis nicht mehr über 23,15 gehen. Das ist jetzt hier meine Prämisse, einfach über den EMA 200, das heißt das maximale Risiko. Natürlich auf Stundenbasis sagt jetzt vielleicht jemand, klar kann es dann darüber gehen, deswegen auch kleinere Positionsgröße wählen, überhaupt bei solchen also bei antizyklischen, sage ich jetzt mal, Einstiegen, wo man nicht klaren Stopp definieren kann. Natürlich ein klarer Stopp wäre hier oben. Das wäre mir aber definitiv zu weit weg. Also sobald es jetzt hier drüber geht, hat uns sozusagen der Markt oder auch viele Marktteilnehmer wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Kann natürlich passieren. Denke aber jetzt hier wird es heute nicht der Fall sein, dass wir hier über 1,24 oder auch nicht über
1,23,15 gehen. Das wäre ja wirklich ein sehr krasser Move. Deshalb sind jetzt hier die Orders auch scharf, damit man nicht die ganze Zeit den Blick auf den Markt werfen muss, weil ich ja noch was anderes eben mitgebracht habe. Was eben das stützt, finde ich, dass eben der Euro ein bisschen stärker wird, der US-Dollar wieder schwächer, weil eben auch der US-Dollar-Yen an den EMA 200 angekommen ist. Hier gab es in meinem Stream ein Setup, was eben seit ja, etwa 1. April läuft, beziehungsweise hier die Ausbrüche. Und das Ziel war hier, damals stand eben der EMA 200 weiter höher. Ich habe das jetzt hier halt nicht berücksichtigt. Natürlich fällt der EMA 200 in der Zeit, aber das sollte einfach hier das Ziel sein, diese Linie zu erreichen, den EMA 200. Und es ist in dem Fall ja passiert, zwar natürlich ein Stück weiter tiefer, also für mich hier auch möglich, dass eben der US-Dollar hier zurückkommt. Und deshalb ist es auch wirklich sehr wahrscheinlich, dass eben hier der Euro eben Stärke zeigt. Das kann man sozusagen aus diesen zwei Chartbildern jetzt herauslesen. Was jetzt wirklich der Markt macht, ich habe keine wirkliche Glaskugel vor mir, aber die Wahrscheinlichkeit besteht, ob es jetzt denn direkt heute oder noch bis Freitag passiert, mal schauen. So, jetzt habe ich ja extra noch vorher gesagt, eben um nochmal dem kurz auf den DAX Trade. Also ich würde hier unten mit einer Teilposition eben ausgestoppt, was ich eben erklärt habe, dass hier unten, sobald es unter 15 Minuten Close unter 12.420, habe ich noch eine Position geschlossen. Aber ich habe auch gleichzeitig gesagt, im Nasdaq erwarte ich eben nochmal einen Move gegen die 6.600. Der erfolgte eben, deswegen habe ich nur die halbe Position abgestoßen und jetzt ist der Stopp direkt auf dieser ja, 12.410 Marke liegt der. Sobald eben jetzt der Dow Jones nochmal einen Hoch macht, circa bei 24.200 Punkten, werde ich hier eine erste Position Short eingehen. Das hat ja den Grund, weil hier auch ein Muster fertig sein kann, aber hier fehlt eben ein Hoch über, ja, wie gesagt, im besten Fall eben über 24.195. In diesem Bereich sehe ich eine schöne Widerstandszone, wo man eben kurzzeitig temporär eben auf fallende Kurse dann setzen kann. Also wenn man hier einen Einstieg erwischt, würde ich die erste Position gleich wieder bei 24.100 geben. Das wären aber halt rund 100 Punkte im Dow Jones. Wieso eben den Dow Jones? Der Dow Jones ist seit einigen Wochen oder fast Monaten eben sehr, sehr volatil und ist eben für den Intraday-Bereich sehr interessant. Also ist sehr volatil und man kann da einiges rausholen oder auch eben verlieren. Wie gesagt, vor 2 Tagen war ich zu sehr auf Long positioniert und habe dadurch ein bisschen an meiner Performance eingebüßt auf dem Account. Wenn man nur gewinnen würde, Bernd, wäre es ja auch fast zu einfach, nicht wahr? Aber ich sag mal, du hast ja die Sell-Orders schon platziert, im MetaTrader an der Stelle für den möglichen Spike nach oben, wenn das denn jetzt dazu kommt, wenn der Markt jetzt dann tatsächlich Fahrt aufnimmt, dass du dich da sozusagen reinstaffeln lässt, ne? Hier ist es natürlich, da muss man bis 15:30 Uhr bis US-Öffnung eben abwarten. Eben die zweite Intention, wieso ich auf fallende Kurse setze und halt kurzfristig auf fallende Kurse wegen einem Gap Close wieder. Wie gesagt, was ich eben vorhin bei dem Nasdaq erklärt habe, das ist zwar eine alte Kurslücke gewesen, aber die Märkte schauen sehr oft eben auf Tagesgaps und in Amerika werden die sehr oft geschlossen. Und da im Moment der Markt ja eher
egal wie die Quartalszahlen oder beziehungsweise auch wenn die Quartalszahlen sehr gut ausfallen, eben abverkauft wird, ist eben im Moment auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nach einer sehr positiven Eröffnung, und so sieht es im Moment ja aus, dass es dann trotzdem kurz nach unten gehen kann. Für größere Kursziele nach unten, man kann eben die Position vielleicht so staffeln, dass man den Stopp immer nachzieht, aber wie gesagt, den ersten Gewinn oder möglichen Gewinn würde ich bei knapp 100 Punkten oder knapp darüber ist. Da muss man eben schauen, wenn man am Markt hockt, kann man ja auch schneller reagieren und dann eben auch Teilgewinne, Teilverluste eben realisieren. Ja, wie gesagt, beim DAX könnte man sich jetzt ärgern. Im Prinzip bist du ja dann, hast die Position verkleinert und dann ist er ja doch jetzt dann in die erwartete Richtung gelaufen, ne? Aber das gehört, ist halt Teil des Geschäfts am Ende. Ja, aber man merkt ja, der kommt nicht wirklich voran. Also egal, ob auch jetzt wieder, hier sieht man ja den Euro, neues Tagestief gemacht, bringt den DAX nicht wirklich nach vorne, obwohl eben auch die US-Futures steigen. Also die relative Stärke vom DAX, die noch vor oder halt die letzte Woche noch da war, ist auf einmal spürbar abhanden gekommen. Also deswegen, ich könnte ja auch jetzt fast die Position schließen im DAX, also oder den Stopp einfach nachziehen in den Gewinn. Also viel erwarte ich von dem DAX im Moment nicht, ganz einfach. Ja, wie gesagt, also auch wenn wir heute ein News-Event haben als solches hier von der EZB, ich meine, das grundsätzliche Statement 1345 war ja normal oder jetzt auch nicht anders als vom Markt erwartet. Und ich muss jetzt mal auf den Livestream schauen, ob Draghi jetzt schon spricht, aber er wird es schon tun, weil der Euro hat ja schon entsprechende Bewegungen signalisiert. Mal abwarten. Also wie gesagt, da tut sich aber jetzt genau das, was man von der Korrelation so ein bisschen sagt. Du hast recht, der Euro neues Tagestief, DAX noch ein bisschen zäh, aber er steuert ja zumindest nach oben. Also toi, toi, toi. Und 15:30 kommt ja dann meistens auch noch der US-Flow eben rein. Und die Futures sind ja wirklich gut am Laufen. Also es müsste ja eigentlich eine kleine Rallye geben sozusagen. Und wie lange handelst du da eigentlich am den US-Markt am Nachmittag? Also bist du dann einer, der dann von 15:30 bis 22 Uhr am Start ist? Oder wie teilst du das da auf? Ja, wenn möglich, bin ich schon am Rechner, beziehungsweise halt der Rechner ist in der Nähe oder ich in der Nähe vom Rechner. Oder Also schnallst du dir auf den kann Rücken man den auch. Laptop? Ja, man hat ja ein Handy Ja, ist auch näher. richtig. Also wenn ich größere Positionen habe, die eben aus dem Intraday-Bereich entstanden sind, dann bleibe ich, wie gesagt, wenn es geht, am Rechner oder ich schließe die Position oder setze Stops. Und wenn man jetzt aus dem Stundenchart oder sonst wo raus nimmt ein Setup, dann kann man ja auch mal ein, zwei Stunden nicht oder muss man nicht unbedingt am Rechner sein. Das Ja, ist das ja ist auch eben so der eine Chance. Unterschied. Also aggressives Intraday-Trading erfordert natürlich schon Anwesenheit, weil dann tatsächlich das Setup verpasst werden kann, wenn man die, ich sag's mal, 5 Minuten Kerze verpasst oder ähnliches. Aber hier der Euro, da scheint sich, wie gesagt, noch ein bisschen unsicher. Ich werde jetzt gleich mal gucken, was wir da an News von Draghi sozusagen finden. Aber wir haben ja auch noch US-Daten bekommen. Ja, ich meine, es waren Inflationsdaten, die hier reinkamen, 14:30. Schrägstrich, wir haben natürlich immer, das wird Sie wissen, das war ja früher auch noch ein Riesenevent, ja, genau, Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, so jetzt habe ich es endlich. Früher war ja auch immer die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfen, jeden Donnerstag 14:30 Uhr, ein Riesenevent. Also in Anführungszeichen ging es da auch immer schon mit höherer Volatilität zur Sache. Das ist mittlerweile wirklich zum Non-Event mutiert. Da reagiert der Markt gar nicht. Das war vor 5, 6 Jahren noch ganz anders. Da war es nicht so wie bei den Non-Farm-Payrolls beim Arbeitsmarktbericht selbst, ja, aber die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren immer eine Indikation für eben die Non-Farm-Payrolls, immer am ersten Freitag des Monats. Aber da ist auch nicht mehr viel sozusagen zur Zeit abzusehen. Also widmen wir uns dem, worauf wir uns oder mit dem wir uns auseinandersetzen können im Sinne der Charttechnik. Das ist hier praktisch die Price Action, die wir uns sozusagen anschauen. Und wenn wir jetzt mal sehen, was der Euro hier macht nach dem neuen Tagestief, was mal schön reversalt mit einer relativ bullisch anmutenden Kerze, die natürlich jetzt noch in ihrer Entwicklung steckt, aber grundsätzlich scheint die eine bärische Kerze jetzt erstmal relativiert werden zu wollen. Mal abwarten, wie das dann aus. Das ist ja der H1, wo du gerade unterwegs bist, also Stundenchart, ne? Ja, genau. Genau. Also Ja.
Wenn die jetzt natürlich da oben rausgeht, ja, da haben wir ja hier sozusagen technisch gesehen ein klassisches Bullish Engulfing, dann würde das sozusagen schon mal sehr konstruktiv wirken für die Nachmittags-Abendsession, so singulär das Muster jetzt betrachtet. Und wie wir vorhin bei meinem Chart gesehen haben, der ist ja abgeprallt auch vom Vortages- und Vormonatstief oder nee, vor Wochentief war es. Also das sieht schon mal hier sehr, sehr konstruktiv aus. Also wenn die Kerze so bleibt, aber, wie heißt es so schön, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Das ist hier genauso. Die Kerze ist ja inmitten der Ausbildung. Also die kann jetzt in den nächsten 19 Minuten bis zur vollen Stunde sich natürlich noch komplett umkehren. Aber rein technisch sieht das schon mal nicht so uninteressant aus. Oder wie meinen denn unser Bernd dazu? Wie siehst denn du die Lage? Ja, wenn es jetzt nicht unbedingt wirklich jede Minute noch neue News geben würde, wäre das schon so eine Art Ausbruchssignal. Nur was mir davor halt nicht gefällt, ist das Muster, dass ich da jetzt wirklich auch long gehen würde. Erstmal ist die Kerze relativ groß. Ist es eigentlich nicht fast dann die ganze Tagesspanne? Ja, doch, ist ja dann die ganze Tagesspanne. Also die Kerze ist dann komplett der Tag. Da müsste man ja komplettes Risiko auf den Stopp oder auf das Tagestief setzen. Allerdings, ja, hätte es mir halt insgesamt schon besser gefallen, hätte das Tief gehalten da um 10 Uhr, kurz nach 10 Uhr. Wie ich jetzt das neue Tief eben einordnen kann, ist jetzt auf die Schnelle schwierig. Aber wie gesagt, das darf ja auch nach oben gehen. Ja, da hast du, Wenn es jetzt wartest du ja, bist ja auf der nach Lauer. oben geht. Ja, aber ich würde jetzt nicht, gut, manche würden das jetzt definitiv auch handeln. Aber wie gesagt, ich warte, so ist der Plan, man soll jetzt den Plan nicht umschmeißen kurzfristig. Und wie gesagt, die Muster gefallen mir jetzt nicht ganz hundertprozentig. Es kann sich auch, ja, im Prinzip auch nur sowas aus. Zumindest startet ja der erwartete Rücklauf an der Stelle. Ja, wenn die Kerze jetzt wirklich, sag ich mal, bullisch so schließt, dann darf man durchaus erwarten, dass das eigentlich weiter anziehende Preise gibt. Was allerdings den DAX natürlich wieder ein bisschen unter Druck bringen dürfte, ne, wenn der Euro jetzt hier nach oben segelt, sozusagen. Kann ja auch im Prinzip nur irgend sowas werden. Dass es so nach oben geht, hoch, runter, hoch, runter. Also da würde ich mich jetzt hier nicht verrückt machen lassen und mich eben hier einstoppen lassen. Ja. Es gibt andere Möglichkeiten. Schauen wir mal kurz, was noch der Dow Jones macht. Den habe ich ja hier. Beziehungsweise eben auch woanders. Aber der bleibt hier erstmal noch. Ist rund 30 Punkte und das ist ja im Dow Jones im Prinzip gar nichts, wo ich dann mein Sell-Limit habe. Und ich warte eben hier, dass es eben rausgenommen wird. Hier kann man natürlich auch was anderes spielen. Kein direkter Einstieg, sondern warten, dass es hier das Hoch rausgenommen wird. Dann muss man aber wirklich den Markt im 5-Minuten-Chart oder auch im 15er beobachten und dann, wie heute Morgen eben auch erwähnt, mit einer schönen Reversal-Kerze. Und dann kann man auch einen harten Stopp dann definieren. Den Stopp dann auf das Hoch und dann auf fallende Kurse setzen. Das wäre im Prinzip, muss ich auch sagen, wahrscheinlich die bessere Lösung. Weil es kann natürlich auch hier nochmal mindestens 50 oder auch 100 Punkte gegen einlaufen. Aber das ist halt mein Trading-Stil, dass mir eigentlich erstmal Anfangsverluste nichts ausmachen, ist es vielleicht das falsche Wort, aber ich gehe halt da davon aus, dass meine Position nicht gleich im Gewinn läuft. Ja, manche wollen das überhaupt nicht, manche wollen sofort, deswegen auch Ausbruchstrader, die wollen, dass die Position sofort in den Gewinn läuft. Bei mir sind die Sachen eben anders. Also das ist halt jahreslange Handeln. Auch im neuen Markt habe ich die Rücksetzer damals gekauft, wo es 10, 15% runterging, habe ich an dem Tag mein Depot vollgeladen und dann wieder alles gegeben, nachdem es gestiegen ist. Es war halt mein Handelsstil, der hat sich ein bisschen geändert, aber ja, ganz ablegen kann man das nicht. Also ich versuche auch, und das habe ich damals eben auch schon, Trendbrüche zu handeln, aber nicht All-Time-Highs oder sowas. Das war noch nie mein Ding, dass ich Tageshochs als Kaufsignal ansehen würde. Gibt es natürlich viele, die das machen. Da kann ich auch, ja,
gerne der ein super Trader ist, kann gerne in meinen Stream kommen und mir ein paar Ausbrüche zeigen. Ich bin immer auch offen für Neues. Ja, wie gesagt, also ich bin bei Ausbrüchen, ich habe es selber nie beobachtet, aber mir sind eigentlich Ausbrüche, weil es, Anführungszeichen, jetzt auch vielleicht auch blöd klingt, aber irgendwie ist ein Tageshoch, sieht jeder. Ja, und ich bin eher da gedacht, dass ich unten Einstiege finde, nicht bei ganz offensichtlichen Unterstützungen oder Widerständen und wo halt nicht jeder sofort das sieht oder sowas. Also wie gesagt, ich habe ein paar andere Marken, die mir gefallen und ja, von den wer die ganzen Chartanalysen die letzten Jahre, ich bin ja auch schon, wie lange bin ich jetzt bei Gottmoor dabei? Seit 2012, 13, also gute 5 Jahre. Und sehr viele Analysen sind sogar exakt aufgegangen, aber natürlich sind auch viele in die Hose gegangen. Ja? Also da haben die Unterstützungen oder das Antizyklische hat überhaupt nicht funktioniert. Ja? Also, aber der große Teil passt es und deswegen gehe ich jetzt nicht unbedingt komplett auf einen anderen Trading-Stil über. Ja, ist so richtig. Du musst dir auch treu bleiben an der Stelle, ne? Ist ja ganz klar. Ja, und hier sieht man gleich, Euro steigt und DAX fällt dann. Deswegen habe ich ja gemeint, eigentlich ist mit dem DAX mehr oder weniger nichts zu holen, wenn man auf einen steigenden Euro wartet. Ja. Deswegen, ich kann jetzt eigentlich auch die Position schließen, ist eigentlich im Prinzip wurscht. Ich schließe auch, weil ich erwarte ja nicht mehr viel vom DAX. Also, und die Kerze gefällt mir auch nicht. Da bist du aber wieder sehr intuitiv, Und ne? Aus die Maus, Mickey Maus, sagst du, das ist jetzt nicht dein Setup. Ja, da bist du wirklich intuitiv die Kerze unterwegs. gefällt mir halt überhaupt nicht. Ja, und die Kerze gefällt mir nicht und ich erwarte ja nur bei Dow Jones noch einen kurzen Move nach oben. Und jetzt ist ja nicht unbedingt, dass ich noch einen Dow Jones 100, 200 Punkte erwarte. Deswegen einfach raus und warten. Was hast du heute noch? Oder hast du noch ein Setup parat? Also wie gesagt, ich hatte ja heute Morgen dir das gezeigt, dass, oder besser gesagt, vielmehr dir, dem ganzen Team, dem ganzen Auditorium in Sachen Britisch Pfund, die Geschichte Britisch Pfund Australdollar, da war ich, wie gesagt, ein bisschen auf den Nebenmärkten sequenziell unterwegs. Bei den Majors generell sollte man auf jeden Fall oder könnte man die Yen-Pairs mal angucken. Du hast ja US-Dollar-Yen besprochen vorhin. Hast du da beim US-Dollar-Yen, oder besser gesagt, nicht US-Dollar-Yen, sondern bei den anderen Yen-Pairs auch den einen oder anderen oder das ein oder andere Paar im Fokus, wie zum Beispiel Euro-Yen, sieht zum Beispiel jetzt nicht so uninteressant aus, wie ich finde, wenn du den Chart mal aufrufst, musst du mal auf Tagesbasis anschauen. Ganz spannend. Und du hast ja vorhin beim US-Dollar-Yen eben durchaus auch einen kleinen Auftrieb erwartet, ne? Also hier habe ich jetzt mal einen älteren, den auch überhaupt nicht mehr bearbeiteten. Den habe ich im Februar erstellt. Also ist hier runter, das ist jetzt ein Wochenchart. Sollte oder wäre groß, ein kleineres oder größeres Verkaufssignal. Hier war es für mich gegeben. Wäre die Möglichkeit, dass es deutlich hier runterkommt, aber gleichzeitig auch ein Pfeil an diese Unterstützung. Und tatsächlich hat er dann eben nur diese Unterstützung genommen und ist dann nach oben gegangen. Also diese Wegstrecke hat er ja schon wieder abgeschlossen. Ich habe seitdem das Paar nicht mehr neu analysiert, deswegen ist das meine letzte Analyse hier gewesen. Man kann ja hier dann mal in die unteren Ebenen reinschauen. Wie gesagt, hier wäre dann, wenn man es wirklich weiter verfolgt hat, um solche Setups muss man natürlich sich dann auch immer wieder kümmern, wenn man es natürlich selber handelt. Ich habe das jetzt nicht gehandelt und wenn man jetzt hier in den Paar unterwegs ist, hat sich natürlich hier eine Aufwärtsbewegung, aber ich finde, es ist auch schon, es könnte schöner oder beziehungsweise dynamischer sein. Also ich habe, also Wie meinst schöner, du das? dynamischer, ich sehe die wirklich ein bisschen, sagen wir mal, also Euro-Yen zum Beispiel in der Beziehung finde ich jetzt auch weniger dynamisch, sage ich mal. Also dahingehend, wie du schon sagst, könnte anders ablaufen. Wäre ich auch im Fokus eher so da auf der Richtung, dass es sich umkehrt. Da gibt es auch Kanadisch-Dollar-Yen, das ist jetzt auch ein Pair der zweiten Reihe, in Anführungszeichen. Also wo gar nicht so viele auf dem Schirm haben, da deutet sich meines Erachtens auch was an. Also da kann man dann auf jeden Fall
gerne nochmal gleich den Schwenk da nochmal machen, dann zeige ich nochmal 1, 2, 3 Charts von mir, so ein Beispiel Bitcoin, US-Dollar, da eigentlich die Frage, handelst du Kryptos an der Stelle? Bernd, hast du schon mal gehandelt? Also jetzt nicht die klassischen Krypto, sondern Krypto-CFD hier mit Hebel in Anführungszeichen. Bist du am Kryptomarkt aktiv oder eher so weniger deine Spielwiese? Chartanalyse schon und dann über Zertifikaten was, aber jetzt nicht direkt. Also keine Wallet habe ich nicht. Ja, war ein Riesenbumm Ende des letzten Jahres. Raucht so ein bisschen aus gerade. Aber trotzdem bleiben die Kryptos natürlich ein Riesenthema. Also Euro-Yen, sagst du, fehlt dir so ein bisschen die Dynamik. Es mir gerade nochmal an. Also ich würde es jetzt einfach im Moment gar nichts präferieren. Wer jetzt halt hier kurzfristig im 4-Stunden-Chart oder kurzfristig unterwegs ist, ja, gewisse Rückläufe, die Linien sind ja eh noch die alten, hier gibt es sicherlich noch Unterstützungen, die angelaufen werden können und es wird dann bullisch abprallen. Aber dafür müsste ich jetzt mich länger mit dem Paar befassen. Wie gesagt, ich hatte es eben nicht auf dem Schirm mehr, fand es eben interessantere, weil mir einfach die Bewegungen dann auch teilweise nicht gefallen haben. Oder eben weiß, man kann ja sowieso nicht alles handeln. Es gibt bei, da ja der Forex-Markt doch breit aufgestellt ist, ist man ja nicht gezwungen, sage ich mal, wer jetzt wirklich DAX-Trader ist, der will halt auch nur den DAX handeln. Und wenn da die Muster nicht passen, was macht er dann? Gar nichts machen oder warten, warten, warten. Und wir können natürlich verschiedene Paare analysieren. Und dann uns für uns das Beste raussuchen. Ob es dann natürlich positiv ist, gibt es ja keine 100% Quote. Na, um Gottes Willen, aber da schieße ich gerade mal, ich ziehe mir mal den Bildschirm noch mal rüber an der Stelle gerade, Bernd. Da kannst du noch ein bisschen filtern. Warte mal. Bildschirm Nummer 2. So, jetzt müsste mein Bild gleich da sein. Insofern kannst du ruhig nochmal covern, was du da Feines siehst. Also das war das, was Bernd gesagt hatte. Also bei mir sind sozusagen diese 28 Währungspaare mal mehr, mal weniger. Jetzt hier auch nicht Intraday. Ich habe das Ganze auch schon mal Intraday im Fokus gehabt, aber das ist dann doch schon eher anstrengend als lohnend. Aber das sind im Prinzip die Paare, die ich sozusagen auf Tages- und 4-Stunden-Basis mir immer mal anschaue und auch Seasonal Pattern gerne identifiziere, eben auch zum Beispiel dann dazu noch Gold und Silber. Dann haben wir praktisch 30 Währungen. Gold ja auch hier bei uns bei JFD auch hier mit dem Interbank-Symbolen gesegnet. Hier links unten. XAU-US-Dollar ist die Goldunze und Silber ist XAKU-US-Dollar. Das sind die Währungssymbole. Deswegen zähle ich die Währung auch immer dazu. Zum, sage ich mal, Handel am Interbanken-Spotmarkt. Da sind auch hier die Spotpreise. Da sind wir auch hier mit einem Spread von 9 mal 10 mal 11 Cent. Hier Unze beim Goldpreis selbst sehr, sehr aggressiv am Markt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und ich hatte unlängst mal einen Trade hier beim britischen Pfund Neuseeland-Dollar. Das ist hier auch ein Seasonal Pattern im Übrigen. Long vom 11.04. bis 21.05. Sowas mag ich sehr. Man hatte ja gesagt, dass ich auch das britische Pfund Australdollar da gecovert hatte, war da aber hier schon positioniert. Der Witz ist nur, hier bin ich rausgeflogen aus der Position mit diesem kleinen Pullback. Da habe ich im H4 den Stop zu aggressiv nachgezogen. Grundsätzlich dann aber hier jetzt genau das, was hier damals angedacht war im Trade Miner. Jetzt muss ich gucken, habe ich den aus dem Trade Miner, den Trade? Ja, genau, also hier ist er im Moment. Britisch Pfund Neuseeland-Dollar. Hier war der Entry nach Seasonal Muster. Ihr seht, das sieht hier sehr, sehr schön aus. Und rein von der Statistik her haben wir hier einen durchschnittlichen Profit von 688 Pips oder 690 vielmehr, rund 689, um genau zu sein. Das ist das Pattern hier und das geht auch noch eine ganze Zeit. Und genau diesen Trade habe ich auch gemacht, bin aber mit einem zu engen Stop dann rausgeflogen aus der Geschichte. Da hatte das Pfund ja auch eine wirkliche Schieflage hier zur Mitte des Aprils, beziehungsweise in der letzten Woche eben. Und jetzt haben wir aber hier gesehen, gerade weil die ozeanischen Pairs richtig in die Knie gegangen sind, das Pfund relativ stabil sich dann noch gehalten hat, haben wir hier schön den Ausbruch gesehen. Und das war hier im Prinzip das Seasonal Pattern mit den rund 689 Pips auf der Oberseite bei einem Risiko, was hier im Bereich rund 300 Pips ging. Und ja, sehr schönes Muster, das läuft hier hervorragend an und ich würde mal meinen, also hier die erste Zielzonenbereiche waren hier so 1,9730, also hier die Hochs vom Dezember letzten Jahres. Auch hier nochmal der richtige Anstieg 1,8
98, 20 dann, also dieses Level hier. Aber rein saisonal verspricht sich eben hier dann durchaus sogar noch mehr, sodass wir hier in Richtung der Zweiermarke laufen. Und das tut, wie gesagt, sich hier, oder das läuft hier sehr, sehr schön an, das Setup, um jetzt eben da auch weniger in der Vergangenheit zu leben, als vielmehr jetzt in der Zukunft, haben wir hier eben bärische Pattern. Ja, gestern ging es los und auch Euro-Yen hier mit bärischen Pattern zum Auslauf des Aprils. Ich werde für den Mai jetzt dann in Kürze dann auch nochmal neue Settings screenen und hier natürlich auch vorstellen. Und hier ist er zwar nicht dabei, der kanadische Dollar gegenüber dem japanischen Yen, aber der sieht hier technisch meines Erachtens auch, sage ich mal, angriffslustig aus. Warte, jetzt gehen wir mal zurück. Kat-Yen haben wir hier. Da bin ich am Überlegen, hier eine Short-Position einzugehen. Mehrere Gründe. Also zum einen, also das war übrigens auch, also wunderbar. Jetzt schaut euch mal dieses Level hier an. Da war ich allerdings schon im US-Dollar, Kanadisch-Dollar Long und im Euro-Kanadisch-Dollar, nee, halt Short war ich da, Short positioniert und habe hier dann praktisch auf eine Stärke des kanadischen Dollars gesetzt. Drum wollte ich hier, Klumpenrisiko lässt grüßen, den Einstieg nicht nehmen, aber dieses Paar haben wir beim JFD-Devisenradar häufig gecovert, eben mit der Intention, hier genau reinzukommen. Oder wenn er durchsegelt, diese Unterstützung hier um 81 Yen, wenn die aufgegeben wird, dann sind wir relativ schnell weiter unten im Bereich 77. Da hätten wir dann praktisch hier die nächste Horizontalzone. Das war ja die Idee der damaligen Einschätzung. Jetzt ist er aber eben hier schön nach oben gelaufen. Und so ein bisschen, das hat Bernd ja vorhin auch schon beim Euro-Yen gesagt, tut sich das Ganze jetzt schwer. Also das Währungspaar bei Euro-Yen tat sich hier schon schwer und jetzt haben wir hier einen schönen steilen Anstieg gesehen. Seasonal haben wir da einige bärische Pattern vorliegen. Jetzt kann man natürlich auch noch mal die Fibus auflegen vom letzten Hoch zum Tief. Drehen wir das noch mal so, einfach hier so ein bisschen die Proportionen der Bewegungen mehr oder weniger erhaschen. So, also hier zwischen dem 38er und 50er Level sieht gut aus. Hier haben wir einen schönen Horizontalblock vor uns liegen und hier kommt jetzt eben so ein bisschen Ermüdung rein in dem aktuellen Price-Geschehen. Die letzten Tage schön nach oben gelaufen, aber hier bauen sich möglicherweise auch Divergenzen auf. Jetzt wird es eben spannend sein, ob wir hier nochmal hochlaufen. Es wäre hier schon eine Shortzone für mich, da haben wir auch den EMA 200, wobei das dem Markt relativ egal ist. Aber wenn das passieren sollte, wäre das eine schöne Shortzone, um dann eben auch hier auf eine durchaus kurzfristige Schwäche zu spekulieren. Oder aber der dreht schon direkt ab und macht eben keine neuen Hochs. Jetzt haben wir heute hier so eine gewisse Unsicherheitskerze. Aber wenn das letzte Tief gebrochen werden würde, so jetzt haben wir es im Prinzip, also hier das Tief vom 22. April, wenn wir hier dieses Niveau aufgeben, dann sind wir relativ schnell in einem Verkaufsmodus, der sich dann auch weiter, jetzt habe ich hier einen Pfad genommen, wurscht. Ne, machen wir noch horizontal, die ist besser. Da haben wir sie. So, Unterstützungslevel. So, wenn wir das Level hier reißen, dann bin ich der Meinung, geht es auch durchaus nochmal in Richtung 83,50 und tiefer. Das gilt es jetzt mal zu beobachten, aber so recht dynamisch kommt mir das Ganze hier nicht vor. Insofern in den Yen Pairs oder mit Bezug auf die Yen Pairs hier einfach mal beobachten. Wir sehen, dass hier seasonal einige bärische Setups vorliegen. Nicht alle lukrativ unbedingt, aber das ist das, was hier zumindest vorherrscht und da ist auch die Logik dahinter, sell in May and go away für die Aktienmärkte. Wenn die Aktienmärkte korrigieren, und deswegen gibt es auch diese saisonalen Pattern, profitiert der Yen immer mit Kapitalströmen. Das ist auch der Hintergrund der Geschichte, dass hier rein saisonal gesehen, statistisch, der Yen eben eher im Mai aufdrehen sollte und die Aktienmärkte eben mit Beginn Mai, Juni dann eben sozusagen in das Sommerloch fallen und dann eben hier sukzessive an Wert verlieren. Und das lässt sich, wie gesagt, statistisch auch gut einfangen. Ich will jetzt nochmal gucken, ob der Seasonal Bull hier mir eigentlich ein Pattern gibt. Ich habe ihn noch gar nicht auf. Direkt mal hochladen. Ist praktisch ein Paralleltool zum Trade Miner, der hier sozusagen den Markt scannt. Mal gucken, was der Forex-Markt macht. Haben wir 17 Setups. Geht nach leicht anderen Kriterien vor, aber grundsätzlich auch hier Wiederholungsmuster. Da fehlen mir hier zum Beispiel die Yen-Pairs völlig. Kann ich eigentlich gar nicht nachvollziehen von den Mustern her. Euro-polnischer Slot, die muss man nicht unbedingt handeln, aber hier im Mai sehen wir einige andere Paare. Auch hier schon wieder, das ist von Interesse. Neuseeländer US-Dollar Short, zwar ein sehr kurzer Zeitraum, nur 5 Tage. Also hier mehr kurzfristigere Setups.
Aber hier zum Beispiel British Pfund Australdollar auch wieder weiter long von Mai bis Ende Mai. Also der scheint hier weiter nach oben fliegen zu wollen. Aber grundsätzlicher Tenor, die Yen-Pairs durchaus mal in den Fokus nehmen und bei dem einen oder anderen Paar eben hier ein, oder scheint mir hier eine Short-Überlegung durchaus interessant. Gehen wir jetzt mal hier auf die größeren Yen-Pairs. British Pfund Yen zum Beispiel. Da muss man mal aufpassen. Hier haben wir nämlich zuletzt auch gecovert. Der Chart-Trader wird sich hier freuen. Wir haben mal, sag ich mal, eine subjektive Trendlinie eingezeichnet. Und der hat hier auch tatsächlich noch vor dem 38er-Level hier einen schönen Rebound gemacht die letzten Tage. Jetzt muss natürlich das Pfund zeigen, was abgeht. Aber der Chart oder die Struktur hier der letzten Tage sieht ähnlich aus wie beim kanadischen Dollar-Yen. Ja, hat man auch hier zu Beginn des Jahres ein Hoch. Jetzt eine schöne Erholungsbewegung. Und jetzt kommt es eben darauf an, ob die nach diesen jüngsten Rücksetzern, die jetzt laufende Bewegung, kann man jetzt spiegelbildlich mal den anderen Chart noch nehmen. So, ja. Hier war das Hoch vom Februar. Das kann noch deutlich, oder vielmehr sogar vom Januar, hier das Februarhoch. Und jetzt haben wir hier die Erholungsbewegung, Rücklauf und jetzt wieder so ein Impuls. Jetzt ist die Frage, ob das Hoch vom April rausgenommen wird. Das wäre bullisch. Das ist genauso jetzt hier beim britischen Pfund Yen. Ja, wenn jetzt hier nach der Laufung ein bisschen kleiner machen, damit man das besser erfasst im direkten Vergleich. Ja, also nicht eins zu eins ein Abziehbild, aber die Situation dieselbe. Die Frage ist jetzt, ob dieser Rücklauf, den es letzte Woche gab, beziehungsweise in den Vortagen und jetzt hier die Erholung, ob die stark genug ist, eben hier die Hochs vom April rauszunehmen oder das Hoch vielmehr hier beim British Pfund Yen. Das wäre das Hoch hier bei 153,85. Wenn er da drüber geht, sind wir relativ sicher dann an den Hochs vom Februar. Also dann haben wir hier ein definitives Kaufsignal beziehungsweise Fortsetzungssignal, so wie hier auch der blaue Tendenzpfeil skizziert. Oder aber, wenn das eben nicht der Fall bleibt, dann haben wir hier wie beim kanadischen Dollar-Yen eben eher die Situation, dass der nach unten abdriftet. Also hier muss man jetzt nicht unbedingt handeln, hier mittendrin. Wenn er hier noch ein bisschen höher läuft, dann mal abwarten, ob der den Ausbruch schafft oder nicht. Oder ein neues Local Tief könnte man hier in dem Fall eben shorten, beziehungsweise auch beim britischen Pfund Yen, wenn das Tief hier der letzten Tage rausgenommen werden würde, wäre das genau eine schöne Situation reinzugehen. Also gegenwärtig habe ich jetzt auch nicht den aggressiven Handlungsbedarf zum Monatsausklang, aber die Yen-Pairs sind mit Blick auf ja, den Wochenausklang, mit Blick auf die neue Woche, den neuen Handelsmonat am 1. Mai, Dienstag geht es ja dann los mit dem neuen Monat. Da habe ich doch die Yen-Pairs mal schon im Blick. Mal sehen, wo die sich dann hier tendenziell aufhalten. Und da kann man dann sicherlich das ein oder andere Muster ableiten an der Stelle. So, genau, das wäre es in dem Kontext. US-Dollar Schweizer Franken kann ich euch auch nochmal zeigen. Eben der Querläufer oder Gegenläufer zum Euro. Hier liegt eine negative Korrelation vor. Hier hat ja auch einen Short Trade gestartet, der konsequenterweise mit einem Stop aber dann rausgeflogen ist, weil eben das Short Setup nicht stattfand. Ja, der ist vielmehr hier aufgedreht und hier zeigt sich auch sehr, sehr schön, wie wichtig es ist, eben sich auch von Positionen zu verabschieden. Denn wenn der Markt einmal weiter in Trendrichtung läuft, dann lohnt es hier nicht zu trauern oder zu wünschen, sondern da muss man eben die Reißleine ziehen. Und das ist hier beim US-Dollar Schweizer Franken passiert. Jetzt sind wir hier natürlich wieder an so einer Zone. Jetzt komme ich mal ein Stück weit raus. Das sieht man hier immer wieder ein paar Price-Action-Zonen, wo das Paar sich hier doch immer wieder aufgehalten hat. Hier Durchbruch, dann wieder hier hoch. Will es mir nicht überschreiten, wenn das Ganze hier eine Parität bei der 1,00 wäre, würde es mir noch besser gefallen. Aber wir haben ja natürlich, dann haben wir natürlich hier schon einen sehr, sehr starken Aufwärts-Move gesehen. Aber wie heute Morgen auch schon gesagt, bei den Yen-Pairs, Schrägstrich bei allen FX-Pairs, da können auch mal aus 1, 200, 300 Pips Bewegung auch mal schnell 800 bis 900 werden. Ja? Und zwischendrin sagt man immer, das kann nicht höher steigen oder tiefer fallen. Pustekuchen, gerade an den Währungsmärkten, wenn hier mal ein Trend aufgenommen wird, dann kann man den auch reiten. Also insofern eben British Pfund Australdollar und British Pfund Neuseeland-Dollar, die können hier auch durchaus noch aufdrehen, gerade wenn aus Ozeanien hier eben noch die Schwäche Einzug hält. Genau, so sieht's mal aus und das mal als grober View hier zu den Märkten. Jetzt schauen wir mal, auf den Bitcoin beziehungsweise Krypto. Hast du einen Kryptochart zum Bitcoin eigentlich am Start, Bernd? Keine aktuellen mehr. Hast also schon länger nicht mehr gezeichnet, willst du mir damit sagen? Oh. Ich schaue gerade mal kurz. Ich glaube, Bitcoin, der hat. den kann ich auf jeden Fall mal kurz covern hier.
Wir haben ja bei JFD auch den Bitcoin gegen US-Dollar jetzt wieder eingeführt, nachdem es ja hier im Dezember ganz starke Turbulenzen gab. Ja, da hatten ja nicht nur die Kryptobörsen physischer Natur arge Probleme, sondern da hatten ja auch viele CFD-Anbieter Probleme. Und wir haben dann auch den Handel einstellen lassen, beziehungsweise weil die Liquiditätsprovider schlichtweg auch riesen Spreads aufgerissen haben. Also der Markt war einfach unkontrollierbar, sowohl nach oben wie nach unten. Also was waren da schon 1000 Dollar Bewegung am Tag oder 40% und das ungehebelt. Letztlich hat sich hier die Ruhe sozusagen, die Hektik vielmehr zur Ruhe entwickelt und wir sehen jetzt hier nicht mehr so starke Ausschläge. Der Bitcoin hier auch mit einem schönen Verkaufssignal eigentlich, ja, hier mit diesem Unterschreiten, das war ja die Kerze vom 29.03. Den Bitcoin habe ich auch hin und wieder im Radar. Zielzone eigentlich 6000, aber hier sieht man wieder schön, wie es nicht kommen kann, weil hier hätte man durchaus schon so einen Auffangbereich gehabt, um zu sagen, hey, wenn er sich hier dreht und stabilisiert, fein. Aber man hat gesehen, dass er hier mit einem Lauf in den April sich mehr oder weniger schon stabilisiert hat. Hier so bei 6.800 Dollar. Dann gab es hier eine starke Kerze am 12.04. und seither strebt er schon wieder ein bisschen nach oben. Bernd postet hier gerade wild. Ich kann ja den Chart ja auch schicken, den ich drin hatte von den beiden Kryptowährungen. Hast du Das kann ich in auch. deinem Stream gepostet jetzt oder wo hast du den Nein, bei hingeschickt? dir in den Chat. Du musst Ach, bei hier mir im in den Chat Chat. hast du mir geschickt. Ach, guck mal an hier. Du musst oben bei den. Ja, genau. Ah, nicht gefunden. Super. Was hast du mir da geschickt, Bernd? Ist Oder gerade schieben ein wir in den Detail Stream gewesen. rein. Im Chat ist auch cool. Okay, in wen soll ich dir reinschieben? Hier kommst du, guckst du bei mir hier, machst du es bei Kommentieren hier zum Live-Event rein. Da haben wenigstens alle Marktteilnehmer auch was von. Ach, bitte posten in deinem Stream, Pascal. Welchen Wert meinst du denn da an der Stelle? Gleich mal ansagen, welchen Chart würdest du denn gern haben in diesem Kontext? Euro-Neuseeland-Dollar hatten wir übrigens noch nicht, Bernd. Können wir uns gleich mal anschauen. Also nicht Bernd, du, sondern der andere Bernd, der ist nämlich auch schon wieder zu Gast. Ja. So. Hier ist auch die Private Chat-Funktion. Wie gesagt, hier kann man sich auch Charts scheren. So. Ach so, Pascal, du meinst die Saisonalität vom Trade Miner? Ja, das kann ich auf jeden Fall machen. Die Mai-Saisonalitäten sozusagen, die Top 10, Top 20 Paare, die sozusagen ihren Weg da gehen. Genau, das kann ich mal. Das ist sicherlich nicht das Problem. Aber Euro-Neuseeland-Dollar hatte Bernd kurz erwähnt. Da hat ja Bernd auch einen sehr, sehr schönen Chart. Jetzt hast du ihn hier drüben reingehauen, wahrscheinlich genau da. Hier dürfte es geklappt haben, ja. Guck an. Da müsste er kommen. Das ist dein Chart. Das ist ja auch mal ein schönes Beispiel, wie man das eben scheren kann, ja. Eben hier interaktiv im Chat selber. Und dann ziehe ich mir den Chart und jetzt kann ich den eben nach, so weg da. Jetzt kann ich mir den eben nach freien Stücken nehmen, ja, und auch nachträglich bearbeiten. Das ist halt schon hervorragend. Und genau darum geht es hier bei dieser Interaktivität. Und ja, da sehen wir jetzt hier die Bitcoin-Geschichte von Bernd. Wie du die sozusagen gesehen hast und gecovert hast. Und da hat er sich natürlich, weil du auch, das ist ja auch immer witzig, du arbeitest mit so breiten Trendlinienbändern, kann man sagen, ja. Nicht so mit schmalen Trendlinien, sondern mit so breiten Trendlinienbändern. Und da wirkt der Chart hier schon wieder gleich mal ein Stück anders am Ende des Tages, wenn du es mal so willst. Aber hat natürlich hier auf jeden Fall seinen Charme, im Sinne Ja, dessen, ich dass hätte wir. halt, es gab oben eine Widerstandslinie, wo man jetzt hier eben sieht, unten noch bei 7.100 oder bei 7.200. Genau hier. Die hätte ich eben nochmal tief gerne gehabt oder eben den Ausbruch. Aber wenn man dann sieht, wo dann genau diese Linie, wenn du jetzt hier vergrößerst, an dem Tag, da wärst du überhaupt nicht reingekommen auf Schlusskursbasis oder sonst wo. Also ist es einfach an dem Tag voll nach oben geschossen, weil jeder dann auf einmal wieder wahrscheinlich diese Marke im Visier hatte. Kein Tief, wo wahrscheinlich viele Marktteilnehmer echt auch gehofft haben, vielleicht noch ein Tief zu ergattern oder dass eben, wie du siehst oder wie du gesehen hast, dass die Abwärtsbewegung sich noch fortsetzt, war Genau. das dann eben für alle Marktteilnehmer sozusagen ein Kaufsignal. Und dann ging es ja nach oben, ist sogar ja dann über die 9, oder wie viel ist es gegangen? 9, 8? Jetzt habe ich gerade auch nur dein Bild da Wir können auch gerne deinen Chart angezeigt. nochmal scheren, richtig. Also knapp Ja, die 9, 10 hat er 8. verfehlt, ja. Und ich hatte nur, Anfangs nur den Move dann bis zu der, und das war ja auch dann fast wieder, wenn man jetzt hier sieht, die 9, die 8,4 waren Kursziel und da ist er erstmal abgeprallt mit der 600 Punkte. Also sind die Zonen, die ich dann immer einzeichne, werden oft, ja, nicht punktgenauer erreicht, weil es eh Zonen sind, aber ja, wer will es bei 8.000,
8600 Punkten auf 10 € genau irgendwelche Linien Ah. einzeichnen. Ja, das Deswegen. war übrigens auch immer kurios. Als der Bitcoin gelauncht wurde, stand er, warte, jetzt muss ich direkt nochmal rückscrollen, auf jeden Fall waren wir hier irgendwo bei 1000, 2000 Dollar, ja, und dann hat er sich ja, sag ich mal, vervielfältigt und ist dann eben über die 10.000, ist über die 12.000, dann haben die Leute gefragt, warum der Spread größer wird. Das war auch sehr witzig. Also der Wert hat ja dann über 1000% zugelegt gehabt, ja, und der Spread bleibt in dem Zusammenhang natürlich nicht der gleiche, weil es schon einen Unterschied gibt von 100 Dollar zu 101 Dollar als eben zu 1000 Dollar und zu 1001 Dollar. Also das ist natürlich dann eben mathematisch eigentlich relativ simpel, aber da haben sich viele Leute gewundert, warum das Spread dann größer wurde, der dann aber auch immer weiter größer und unkontrollierbar wurde. Das war genau das, wo dann eben hier Liquiditätsprovider, Anbieter dann eben auch Probleme in Sachen Preisstellung hatten und da sichern sie sich mit größeren Spreads natürlich ab. Das ist dann im Sinne definitiv zum Nachteil des Anlegers, aber dann wie bei JFT auch den Hahn abgedreht und jetzt eben unlängst aber wieder gelauncht und sind da ja auch noch an weiteren Entwicklungen mit unseren Liquiditätsprovidern dran, da hier ja, das Portfolio auch auszubauen, beziehungsweise da auch noch eine schöne Alternative zu finden. Aber das alles, wenn es soweit ist. Der Bitcoin selber, wie gesagt, unter den Gesichtspunkten hier eigentlich ganz gut am Laufen. Wenn man den Chart so sieht, könnte er auch hier, wie gesagt, weiter nach oben ziehen, denn das Verkaufssignal, was, wie gesagt, anhand meiner Ableitung kam, setzte sich hier nicht durch. Im Gegenteil, es wirkt schon ein Stück weit stark, was wir jetzt sehen. Und ja, lass uns da mal beobachten, was passiert. Den Bitcoin selber, wie gesagt, eher weniger was für mich. Und hier mal, schau mal her, hier hat der Bernd, dein Namensvetter sozusagen, den Chart hier auch jetzt mal reingebracht von seiner Natur. Ja, ist also, wie gesagt, Chart-Sharing hier sehr schön möglich. Ja, da haben wir den Euro gegenüber dem Neuseeland-Dollar, ja. Also auch ein schönes Muster, hier im Big Picture wohl bemerkt. Wirklich großes Bild, aber hier auch sehr schön trendig unterwegs. Und Bernd, ich erinnere mich hier an die Situation des Ausbruchs hier zu dieser Zeit im Oktober letzten Jahres und dann hier auch dieser Rücksetzer hier exakt an dieser Trendlinie. Aber da braucht man natürlich auch manchmal Zeit und es läuft auch nicht immer ganz geradlinig. Und wie du gesagt hast, Bernd, man arbeitet gern mit Zielzonen. Man muss auch natürlich hier da in dem Ganzen ein Stück weit Variablen einbauen im Sinne der Bewegungsintensitäten. Und was auch bei der Technik, Charttechnik, es sei denn, man macht solche Fibonacci-Zeitprojektionen, nicht immer ganz simpel ist, ist eben hier, wann wird das ein oder andere Preisziel erreicht, ja. Das kann sich manchmal durchaus hinziehen oder es geht schneller als erwartet. Aber tendenziell ist ja die Ausrichtung des Analysten die, wohin der Preis gehen kann. Und hier die zeitliche Komponente abzuschätzen, das ist auch und ist und bleibt auch immer eine ganz große Herausforderung. Aber da muss man eben manchmal auch Sitzfleisch bewahren. Hier, wie gesagt, technisch gesehen sehr schön nach oben gelaufen, liegt aber eben auch hier an der massiven Schwäche vom Neuseeland-Dollar und eben auch Austral-Dollar. Die sind die letzten Tage ja eben auch ja deutlich unter Druck gekommen. Das hatten wir ja aber auch schon hier im Radar entsprechend ausreichend gecovert. Also erstmal hier natürlich zum Wochen oder zum meinem Wochenstart, das war ja dann erst am Mittwoch, weil am Montag, Dienstag habe ich den Markus ja vertreten. Da war, wie gesagt, die Schwäche ableitbar, welche sich hier auch durchaus weiter fortsetzen könnte. Judy, was macht deine oder was machen deine Positionen beim Euro-Dollar? Kommt da irgendwas? Also Euro ist ja da mal nach oben geschnippt, so ein Stück. Da müsstest du jetzt eigentlich bei der einen oder anderen schon drin sein, Bernd. Ich würde den Bildschirm noch mal kurz zu dir rüberschießen, oder? Wie sieht's aus? Ja, kannst du gerne, aber eingestoppt oder ja, ausgeführt wurde ich noch nicht, Ah, egal in welchem Markt. da sehen wir gerade bei mir, das kann ich im Prinzip jetzt hier nochmal kurz zeigen. Also die hier sehr interessant, Vortagestief, Vormonatstief hat er mitgenommen. Ja, machen wir es mal groß. Hier schön abgeprallt. Und jetzt hat er im Prinzip auch seine Range schon abgeschöpft. Ja, wir sind 65 Pips gelaufen, im Schnitt macht er 64. Also die Nummer ist eigentlich gelaufen rein statistisch. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Es gibt aber im Monat 2 bis 3 Tage, wo es überschießt und es gibt auch Tage, wo die Volatilität konsequent wieder ansteigt. Aber in der gegenwärtigen Bewegung ist im Prinzip heute die Luft raus und das ist alles hier innerhalb kurzer Zeit am Nachmittag passiert. Und es ist natürlich schade, wenn man hier so eine rangige Sache hat, nicht in eine Richtung, sondern eben hier so ein Ping-Pong. Aber es sieht jetzt eher so aus, wir haben hier oben das Tageshoch hier weiter oben, hier das Vortagestief. Also bis dahin kommt er wahrscheinlich nicht mehr. Und jetzt range der hier in dieser Spanne wahrscheinlich noch aus dem Tag heraus. Also kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der hier noch dynamische Manöver startet. Aber Bernd hatte ja da, wie gesagt, sein Orders hier oben platziert. Und vielleicht, wenn nicht heute, dann passiert's vielleicht morgen. Lässt du die Orders dann jetzt über Nacht drin oder schiebst du die dann hier am Ende der Session raus sozusagen? Wie ist es da bei dir? Also da ich auch morgen Nachmittag nicht am Rechner sein kann,
werde ich die maximal eine von den beiden noch drin lassen oder nochmal die Positionsgröße vielleicht für das Depot runtersetzen und dann wirklich einen weiten Stopp wählen. Aber jetzt, wenn ich jetzt nicht morgen, kommen morgen glaube ich auch wieder irgendwelche Wirtschaftszahlen raus, kann auch im Prinzip Bewegung reinkommen. Ich würde es nochmal für mich heute Abend nochmal analysieren, was eben dann auch für Tageskerzen im Endeffekt rauskommen. Jetzt ist es ja erstmal so, wir haben 15:15 Uhr. Die Amis stehen jetzt auf oder sind natürlich schon aufgestanden, aber richtig handeln werden sie eben auch jetzt erst, beziehungsweise ab 14:30 Uhr Genau, müssen die schon vorbörslicher arbeiten. Handel, richtig, da geht's los. Ja, und wie gesagt, ich komme auch aus dem Aktienhandel beziehungsweise Indizeshandel und da ist natürlich wirklich erst dann richtig Action dabei, wenn die Amis wach sind. Im Forex-Markt ist auch noch bis 20 Uhr, glaube ich, wirklich noch Bewegung drin, aber ab 20 Uhr läuft das eigentlich alles aus. Natürlich ist es dann auch wichtig, wie die Kerzen, also Marktteilnehmer, jetzt nicht in dem Sinne manipulieren, sondern die versuchen sich halt noch eine schöne Kerze vielleicht hinzuformen, aber die großen Bewegungen sind vorbei und ich glaube auch, dass wirklich das Kapital ist da nicht mehr ab 20 Uhr so vorhanden, in meinen Augen. Ja. Genau. Aber ich kann das nicht so genau nachkontrollieren. Hier bei den Futures habe ich die Futures, die Umsätze, alles da. Im Forex-Markt ist es natürlich eher schwieriger, das rauszufiltern. Ja, das ist auch nicht gewollt, dass es da so eine zentrale einheitliche Zeitzone gibt, wobei man sagen kann, danach laufen auch unsere Server Greenwich Mean Time und GMT. Das ist sozusagen die Forex-Zeit. Aber ansonsten ganz klar, jetzt am Nachmittag trocknet der Handel aus, wenn man am Abend keine Special Events hat. Hier Commitment of Traders Report morgen Abend. Das ist jetzt aber auch was, was dann eher so den langfristigen Charakter, mittellangfristigen Charakter zieht. Aber hier morgen knallt es ja hier wirklich im Fernosten rein. Also hier darf man davon ausgehen, dass es im ozeanischen und auch im japanischen Raum, also sprich Aussie und Kiwi und eben Yen Pairs, hier wirklich schon Bewegung gibt über die Nachtsession hinweg, ja, das ist das informelle Treffen jetzt mal hier oben ausgeblendet. Hier gibt es ja einiges und dann geht es auch direkt weiter hier mit der EU. Ja, das ist ja wirklich interessant, dass hier Frankreich, Großbritannien, Deutschland hier loslegt. Dann kommt Spanien 9 Uhr hier noch dazu. Dann haben wir auch noch hier eine Rede in der Schweiz, aber wir sehen, der morgige Kalender ist ja wirklich reichhaltig gespickt. Also da sollte man davon mal ausgehen, dass es hier am Freitag noch ein bisschen Bewegung gibt, auch aus der EU richtig viel. Ja, hier, also Verbrauchervertrauen, Industrieverbrauchervertrauen, Vertrauen, wum, wum, wum. Also Wirtschaftsstimmung, da knallt es hier um 11 Uhr richtig rein. Also da dürfte auch der Euro ein bisschen was erfahren. Und was interessant ist, die erste Veröffentlichung vom Bruttoinlandsprodukt Q1. Ja, da gibt es ja dann auch mal die zweite und dritte Veröffentlichung, die ist dann nicht mehr so überraschend. Aber die erste ist schon mal ganz, ganz interessant. Und dann sehen wir hier praktisch, dass zuletzt die Prognose 2,9 gab. Und jetzt haben wir hier 2. Mal sehen, wie es dann ausfällt. Dann noch Konsumklimaindex. Also hier ist dann wirklich einiges geboten morgen Nachmittag. Für alle die, die hier dann, sage ich mal, Action suchen, da könnte tatsächlich morgen noch etwas spannende Bewegung geben. Und du bist morgen sozusagen dann gar nicht so hauptaktiv am Rechner, Bernd. Bis 1 Uhr, ja. Ach, guck an, da machst du nachmittags sozusagen, dann ist over und dann geht das, sag ich mal, hier sozusagen an dir vorbei, was dann hier so ab 14:30, 16 Uhr passiert. Das guckst du dann erst am Wochenende im Nachgang wahrscheinlich an, ne? Ja, meine Tochter hat halt Geburtstag Na und aber. dann ist halt der Nachmittag geblockt. Na aber, das muss ja sein, ja, Genau. also ganz, ganz, ganz wichtig, um Gottes Willen. Also, im Prinzip sind wir rein range-technisch jetzt eben auch hier, das haben wir beim Euro-Dollar schon gesehen, jetzt am Findus sozusagen. DAX hat sich hier wieder nach unten entwickelt. Das scheint ein relativ langweiliger Tag zu sein und auch jetzt hier im Ausklang zu werden. Jetzt hätten wir uns wirklich mehr Action gewünscht. Intraday, wie gesagt, Bernd, hast ja mit dem DAX-Trade das ein oder andere kommuniziert. Ich denke, wir haben auch den einen oder anderen Swing-Trade darstellen können. Und summa summarum sind wir jetzt hier schon relativ gereift. Wer noch hier Aufrufe und Informationen hat und will oder sage ich mal spezielle Fragen an Bernd, jederzeit bitte gern. Ansonsten können wir dann auch so langsam das heutige Webinar im Sinne der guten Movie-Session, im Sinne der guten 1,5 Stunden heute austropfen lassen. Sei denn, es gibt jetzt hier noch den einen oder anderen, der jetzt auch eine wichtige Frage hat, beziehungsweise ein Underlying. Und Bernd, dann haben wir schon wieder mal gute
die gute Session hier sozusagen durchgezogen. Also wir können jetzt noch bis 15:45 machen, dann hätten wir die 1,5 Stunden glatt rum, sozusagen das US-Opening sozusagen noch einzufangen, aber mir scheint es so, als würde der Markt hier buchstäblich trocknen, austrocknen und jetzt eher so lustlos seitwärts pendeln. Oder hast du hier das ein oder andere super Highlight noch zum als Schmankerl noch zum Schluss für uns? Nee, nicht wirklich ein Schmankerl, aber wer halt noch Fragen hat, kann dann gerne beim Christian Kämmerer oder bei mir bei Guidance Fragen stellen in dem Stream. Für einen Basiswert kann ich Stelle ich dann auch gleich mal rein. heute Abend noch eine Analyse dann erstellen. Immer Genau. gern gesehen. Irgendwelche Infos dazu, was besonders ist, nicht jetzt unbedingt, ob man Long oder Short investiert ist, weil ich muss den nackten Chart vor mir sehen und nicht, dass jetzt eben irgendjemand sagt, ich will steigende Kurse sehen, sondern ich will kein Bias haben sozusagen und ich schaue dann auf den nackten Chart und arbeite mich dann eben vom Wochen- oder Monatschart, Wochenchart dann in den Stundenchart vor und suche dann gewisse Marken raus, wo es eben dann Action gibt oder wo man ein- oder aussteigen kann, ja. Oder wo es halt komplettes Kaufsignal gibt. Also das Das geht auch stimmt. nicht innerhalb von 5 Minuten. Deswegen Das kann stimmt. dann gerne jemand noch ein paar Fragen, ein paar, im wahrsten Sinne des Wortes, ein paar Fragen und dann. Währungsfragen. Nö, das Auditorium ist aber, glaube ich, abgeholt und zufrieden. Wie gesagt, jetzt ist es auch so, mehr Action hätte ich mir gewünscht, aber wir können es ja, wie gesagt, nicht prophezeien bzw. vorbeten. Jetzt haben wir auch nicht den Anspruch, jetzt hier die großen Big Picture-Analysen vom Stapel zu lassen. Insofern, wer informiert bleiben will, ich habe direkt auch die Stream Links sozusagen reingestellt von Bernd und meinem Desktop. Ansonsten natürlich hier auf unserer Eventseite immer umsehen. Jetzt planen wir gerade die Events für Mai. Wie gesagt, da haben wir das ein oder andere Schmankerl auch schon in Vorbereitung. Live-Event bin ich noch am Abstimmen, welchen wir sozusagen einladen. Da habe ich zwei Kandidaten, die da sozusagen in der Pipeline stehen. Das werden wir, wie gesagt, fokussieren. Ansonsten seid ihr natürlich aufgerufen, auch immer hier auf unserem Live-Event-Kalender zu schauen, was da so geht. Livestream, Webinare, immer das, was eben euch sozusagen abholt. Alright. Bernd Boy, dann würde ich es gar nicht übermäßig in die Länge ziehen. Ich will mal nicht annehmen, dass die Amerikaner jetzt hier sozusagen ab 15:30 plötzlich das Fass aufmachen. Ich kann es mir, wie gesagt, nicht vorstellen. Bedanke mich auf jeden Fall für deine heutige Zeit hier beim Live-Event, Bernd Boy. Gerne, danke auch für die Einladung. Natürlich. Und wir werden das in gewisser Kontinuität fortsetzen, mikrofontechnisch. Wie gesagt, jetzt war es sogar zwar leiser, aber sehr, sehr sauber. Also nicht so das Pusten im Mikrofon gewesen. Das war sehr gut. Also ich habe dich echt gut verstanden. Gucken wir mal, wie es auf der Aufzeichnung wirkt. Und ansonsten machen wir da gerne nochmal einen Probelauf beim nächsten Mal, im Sinne dessen, dass wir da hier die Feinjustierung vom Sound hinkriegen. Ich sage an alle Teilnehmer an dieser Stelle auf jeden Fall auch vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Und das machen wir auf jeden Fall wieder möglich, dass wir uns wieder sehen und freue mich auf jeden Fall, euch beim nächsten Live-Event wieder zu treffen. Bernd Boy, dir einen schönen Nachmittag, vor allen Dingen morgen auch ein schönes Fest an der Stelle. Ja, also mal vorab sollte man nicht so gratulieren, deswegen sage ich einfach mal ein schönes Fest. Hab eine gute Zeit, komm gut ins Wochenende und wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich eh wieder, Bernd Boy. Ne? Alles klar, danke auch und danke für die Einladung nochmal. Of course. Alles klar. Dann, liebe Teilnehmer, ab in den Feierabend, hätte ich fast gesagt. Bei mir dauert es noch ein bisschen, bei Bernd vielleicht auch. Je Ja, nachdem, wo bei ihr mir seid. auch. Ein bisschen was gibt es noch zu tun, ne? Okay, dann Horido nochmal. Auf bald, liebe Leute. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch was. JFD sagt Tschüss. Und wer Fragen hat, jederzeit für uns. Sind wir für euch da, für uns. So sieht's aus. Also, eine gute Zeit. Bis dahin und Tschüss. Bis dahin, tschüss.